Die Salzburgerin. Heiner, mit dem Relaunch von MyIndigo hat sich auch die Speisekarte ziemlich verändert. Also in kurzen Worten, was ist neu? Es gibt es uns ja seit 2001 und da haben wir uns ja ständig weiterentwickelt. Und so die letzte große Veränderung war jetzt vor mittlerweile schon 5 Jahren, wo wir dann unser Ursprungsprodukt Sushi aus dem Programm genommen haben und uns ganz auf die Bowls konzentriert haben. Und so ist jetzt einfach wieder was angestanden. Und die größte Veränderung, die wir gemacht haben, ist, dass wir umgestellt haben auf Biofleisch. Also nach dem ständigen Verbessern der Haltungsstufen, dass im Endeffekt eigentlich nur eine wirklich tiergerechte und richtige Haltungsstufe oder Fleischqualität gibt. Und das ist wirklich dann Bio, also österreichisches Biofleisch. Und da haben wir das Motto für uns kreiert, dass wir gesagt haben, less but better. Also man muss nicht jeden Tag Fleisch essen und man kann ruhig weniger Fleisch essen, aber wenn man sich dazu entscheidet, Fleisch zu essen, dann soll es eben wirklich ordentliches Fleisch sein und beste Qualität sein und dem Tierwohl entsprechend auch. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir also eine ganz große Basis haben von veganen, vegetarischen Gerichten, die man dann upgraden kann mit verschiedensten Biofleisch-Varianten. Und darüber hinaus sind wir dann noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir möchten diesen Themenbereich gesundes Essen, den wir im Grunde genommen ja immer schon gehabt haben. So dieses gesund und schnell war ja immer unser Leitbild. Dass wir das Thema gesund nochmal auch auf das nächste Level bringen und dort ist im Bereich Individualisierung, also das ist auch wieder der zweite Slogan, den wir jetzt haben, always better for you, weil man sagt, das gesunde Essen schlechthin gibt es eigentlich nicht, sondern wir Menschen sind einfach verschieden und das, was für den einen gut ist, muss für den anderen noch nicht gut sein. Also ein Hochleistungssportler hat andere Ernährungsbedürfnisse wie ein Mensch, der den ganzen Tag hinter dem Bildschirm sitzt. Und haben wir gesagt, wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit geben, das für sie persönlich anzupassen. Das heißt, eine Vorauswahl zu treffen, ob das jetzt Keto ist, ob das Low Carb ist, ob das vegan, vegetarisch, glutenfrei, also all diese. Also auf jede Ernährungsform individuell angepasst. Diese Ernährungsformen haben wir aufgegriffen und das kann man jetzt bei uns vorauswählen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch gesagt, wir wollen in dem Bereich Biohacking und Functional Food gehen, weil sich da auch ganz viel getan hat in den letzten Jahren, dass man praktisch die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzt und schaut, wirklich, was kann man zu seinem Essen dazu tun, das einen dann in gewissen Bereichen nur mal unterstützt und einfach, dass einem besser geht. Und daraus ist dann der Slogan entstanden, Supernatural Kitchen, for Health, Energy and Inner Beauty. Da fallen auch diese Superbooster rein, wo mit den Superkräften aus der Natur gearbeitet wird, was ich sehr faszinierend finde. Was gibt es da genau an Superboostern und was bewirken die? Ja, also da gibt es ganz viele. Jetzt greife ich mal einen auf, also an der mich eigentlich dazu gebracht hat. Das ist der Bulletproof Coffee. Das ist ein, kommt, wie soll es anders sein, aus den USA oder von einem Amerikaner, der in Tibet war und dort
ziemlich erschöpft war und dann von den Einheimischen einen Jagdbuttertee gekriegt hat. Ja. Habe ich übrigens selber schon mal probiert, ist so gut wie untrinkbar. Es ist ranzige Butter in dem Tee drinnen, ranzige Jagdbutter. Aber es hat ihn richtig nach vorn gehabt. Ja. Und dann hat er versucht, das Ganze zu analysieren wissenschaftlich. Und daraus ist der Bulletproof Coffee entstanden. Mhm. Das ist jetzt kein Tee, sondern eben, wie gesagt, der Kaffee. Kaffee. Statt der Jagdbutter ist es normale Butter. Okay. Und das Ganze ist noch, da kommt noch MCT-Öl rein. Mhm. Das sind so Medium-Chain Triglycerides, auf Deutsch gesagt eigentlich Kokosöl. Ja. Und das wird dann aufgemixt und dadurch schmeckt, klingt furchtbar, schmeckt übrigens hervorragend. Mhm. Also definitiv trinkbar. Schmeckt wirklich gut. Und das ist, ja, das fällt schon fast in die Richtung stimmungsaufhellende Substanzen, weil da geht es dann wirklich eine Viertelstunde später, das wird vom Körper so verstoffwechselt, ja, dass das direkt ins Hirn geht und echt glücklich macht und total zufrieden macht, viel Energie macht, gibt und ein richtiger Superbooster ist. Mhm. Und schaust du so glücklich aus. Also, ja, ich habe ihn gerade zuerst getrunken. Oder zum Beispiel Kurkuma. Also, ja. Man weiß jetzt, dass Kurkuma für den Körper extrem gut ist, Kurkuma aber vom Körper schlecht aufgenommen werden kann. Und es dazu wiederum Pfeffer und hochwertige Fette braucht. Ja. Und darum gibt es bei uns diese Ayurvedic-Emulsion jetzt. Das ist Kurkuma mit Pfeffer und hochwertigem Öl. Und kann man eben dazu bestellen. Viel in Richtung Pilze. Wir dann ganz viel mit Pilze experimentieren jetzt, weil man merkt, dass die Pilze, also verschiedenste Pilze, einfach auch so positive Wirkungen haben. Ja. Oder die ganzen Supergreens. Da stehen wir selber erst am Anfang. Also haben wir jetzt einmal die ersten Sachen entwickelt, aber das läuft im Hintergrund ständig weiter, dass wir schauen, wie können wir unsere Gerichte einfach nochmal super boostern. Mhm. Und du hast alles selbst probiert und getestet? Probiert und getestet schon, entwickelt nicht. Da habe ich Gott sei Dank wirklich ein geniales Team, die mit voller Leidenschaft und auch ganz vielen Vorkenntnissen das dann auf das sind zwei Hauben- und Sterneküche, die dann daraus die Gerichte entwickeln und das Ganze dann wirklich in die Praxis übersetzen. Mhm. So dass sowohl gesund als auch schmackhaft ist. Genau. Klingt alles sehr gesund, ist er sicher sehr gesund. Abgesehen davon, dass du ins MyIndigo essen gehst, wie schaust du persönlich, dass du dich gesund und fit hältst? Also mein wichtigster Teil dafür oder mein wichtigster Bereich dafür ist in der Früh. Weil da kann nichts dazwischen kommen, sagen wir mal so. Also ich versuche wirklich, dass ich mir in der Früh so 3 Stunden Zeit gebe, wo ich ein bisschen meditieren tue und meinen Sport mache und mir dann auch einfach wirklich zeitlos meinen Bulletproof Coffee mache und die Gedanken ein bisschen schweifen lasse. Und das tut mir einfach gut. Verstehe. Was ist so der Geheimrezept für ein zufriedenes, gesundes und vor allem erfülltes Leben? Das ist keine einfache Frage, gell? Nein, doch. Es ist im Grunde genommen, die Lösung ist nicht einfach. Die Frage ist die Umsetzung ist, glaube ich, relativ schwierig, aber der Ansatz, glaube ich, ist, kann nur über das gehen, diesen unliebsamen Mitbewohner da oben, der ständig quagelt und einem irgendwelche Szenarien darlegt und alles beurteilt, den möglichst rückzustellen. Und nicht zu glauben, dass wir die Welt nach unseren Vorstellungen hinbiegen müssen, dass wir glücklich sind, weil den Kampf verlieren wir. Besser zu schauen, dass man einfach
nicht alles beurteilen und die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und ja, da sind so viele gute Dinge drinnen, dass man, glaube ich, auch dankbar sein kann. Dankbar sein kann. Dankbarkeit ist extrem gut. Mhm. Und ja, und so halt irgendwie schaut, dass man möglichst ein glückliches und zufriedenes Leben führt. Mhm. Wie du sagst, sicher nicht ganz einfach umzusetzen, aber klingt nach einem guten Plan. Ja. Dankeschön. Danke.